Wir sind jetzt an einem der Seiteneingänge zur Schleierhalle und siehe da, da sitzen noch mehr Musiker. Mal schauen, was die hier so treiben. In deinem Song hast du gerade gesungen, Gott tut immer noch Wunder. Erlebst du das auch in deinem Alltag? Ja, definitiv. Ich bin ja der Meinung, das ist ja auch so ein bisschen Thema des Songs, dass sowieso jeder erlebt, dass ja schon das Leben ein Wunder ist in dem Sinn und dass deswegen nicht wirklich schwer ist, daran zu glauben, dass soll immer noch welche passieren. Ich glaube, es ist fast eine Perspektive. Perspektivengeschichte, ob man das als solches auch wahrnimmt und dafür dankbar ist. Hast du da ein konkretes Beispiel, so vielleicht aus der letzten Woche, was für dich persönlich ein wunderbarer Moment war oder ein Wunder? Ja, ich habe eben gesungen, so es hagelt Wunder. Und deswegen, mir ist bei dem Lied gerade wichtig, dass eben nicht so auf so einzelne Wunder so ein riesen Fokus gelegt wird. Weil ich habe manchmal das Gefühl, das führt dann so dazu, dass das so nach was Seltenem klingt. Und mir geht es auch wirklich um die ganzen kleinen Wunder, großen Wunder. Ich müsste, wenn ich jetzt überlegen würde, bin ich bestimmt auf irgendwas kommen. Aber wer weiß, vielleicht war es ein Wunder, dass ich heil ankommen bin. Vielleicht wäre ich eigentlich eskaliert und durch irgendeinen Menschen, den Gott benutzt hat, der uns runtergebremst hat, sind wir angekommen. Who knows? Vielleicht ist das schon das Wunder. Vielleicht ist ein Wunder, was gerade bei irgendjemandem passiert, während wir spielen. Vielleicht, ich weiß nicht. Und deswegen will ich gar nicht auf einzelnen festnageln, weil ich glaube nicht, dass Wunder selten sind, sondern dass sie schon sowieso diese ganze Welt wundersam ist. Und deswegen auch diese Zeile, es finde ich wunderbar, an diesem Tag zu sein. Mir geht es mehr darum, dass die überall sind. Wir sind umgeben und wahrscheinlich sind heute schon ein paar Sachen passiert, die wir gar nicht mitbekommen haben. Ein Scheinwerfer, der nicht runtergefallen ist, obwohl eigentlich die Schraube zu locker ist, wer weiß. Und ich bin der Meinung, dass es, wenn wir wüssten, was hier alles abgeht, was das hier alles zusammenhält, dann würde uns das gar nicht mehr schwerfallen, zu glauben, dass Gott da noch das eine oder andere oben drauf setzt. Dann danke ich dir, dass du dir kurz die Zeit genommen hast und wünsche dir viele wundervolle Momente. Ciao. Tut er hier heute noch Wunder?